Hallo zusammen, ich bin Lars von Nocletics, ehemaliger Leistungssportler, zweimal bei den Olympischen Spielen gewesen, dreifacher Weltmeister und heute werde ich euch zeigen, wie die richtige Rudertechnik aussieht und was man alles so beachten muss, damit es wirklich Spaß macht. Lasst uns loslegen. Um mit dem Rudern zu beginnen, empfiehlt es sich, als erstes das Stemmbrett einzustellen. Hierdrauf ist zu achten, dass der Fußballen ungefähr Richtung des Winkels sitzt. Wir haben die Möglichkeit, über die Stemmbrettrasten den Fuß nach unten oder nach oben zu bewegen. Dann schlüpfen wir mit dem Fuß rein, ziehen den Gurt fest, machen das mit dem anderen Fuß auch und setzen uns erstmal schön bequem hin und nehmen den Griff. Den Gesamtruderschlag werden wir jetzt aus dem Endzug beginnen, dadurch, dass wir den Ruderschlag insgesamt immer von hinten aufbauen, um vorne vorbereitet anzukommen. Wir strecken die Beine durch, sitzen ganz locker auf dem Sitz, fassen den Griff mal ganz fest an, ziehen die Arme nach hinten ran. Die Zugbewegung des Griffes ist immer knapp unter den Rippenbogen und die Ellbogen sind leicht vom Körper abgespannt. Wir bauen keine Chicken Wings und auch keinen ganz engen am Körper anliegend, sondern einen leichten Henkel. Und jetzt öffnen wir die Hände einmal, sodass der Griff etwas nach vorne geht. Über die lockere Griffhaltung in der Hand haben wir ein gerades Handgelenk und der Zug geht sauber mit dem Ellbogen durch die Schulter durch. Das ist die Startposition und nennt sich Endzug. Aus dieser Endzugposition beginnen wir jetzt einfach mal mit einem Schlagaufbau. Als erstes mit den Armen, dann Arme Oberkörper und dann gehen wir ins Anrollen. Wichtig dabei ist, dass wir immer einen schönen runden Schlag hinkriegen, damit wir keine großartigen Ecken und Kanten drin haben. Also Ellbogen leicht abgespreizt, lockere Handgelenke, lockere Hände und wir beginnen einfach mal mit einem lockeren Zug über die Arme. Dabei achten wir schon mal drauf, dass der Brust oder die Brust nach vorne gedrückt wird, dass wir da aufrecht sitzen und auch eine schöne Stabilität im Lendenwirbelbereich haben. Der Ellbogen zieht durch die Schulter durch und es ist eine ganz leichte Bewegung und die Hände folgen dem Zug des Riemens nach vorne. Keine Höhenveränderung. Nach ein paar Schlägen können wir beginnen, den Oberkörper mit in den Schlag zu integrieren. Da kann man sich schon direkt am Anfang merken, dass es eine Art Melodie ist. Arme, Oberkörper. Und auf geht's. Arme, Oberkörper. Die gesamte Oberkörperbewegung kommt über eine Aufrichtung im Becken. Wir versuchen, den Hüftwinkel zu schließen und dadurch die Schulterachse vor die Hüftachse zu bekommen. Sehr gut. Hände, Oberkörper. Die Hände geben den ersten Impuls und ziehen den Oberkörper mit raus, sodass der Oberkörper ab einem gewissen Zeitpunkt simultan mit den Händen läuft. Das ist die Bewegung, die zum Beginn des Schlages immer vollzogen wird. Wenn die Hände dann hinter den Knien sind, beginnen wir mit dem Anrollen. Das Ganze machen wir mal mit der Viertelrollbahn. Heißt, wir nehmen unsere Knie nur ganz leicht hoch und beginnen den Schlag mit einem leichten Beinstoß. In drei Schlägen. Eins, zwei und ab. Wenn die Hände hinter den Knien sind, wird angerollt und wir haben keine Höhenveränderung im Gesamtgriff, der die ganze Zeit locker durchzieht. Und hier können wir unsere Melodie weiter beschreiben. Hände, Oberkörper anrollen. Kann sich jeder schön merken. Und hinten ruhig im Endzug ein leichtes Gefühl davon zu haben, dass uns vielleicht etwas in den Rücken piekt und wir uns schön durchstrecken und nicht zusammenfallen, sondern immer sauber den Schlag beenden. Ja, schön einspannen vorne, lockere Arme und wir gehen mal weiter auf die halbe Rollbahn in drei Schlägen. Eins, zwei,
und ab. Halbe Rollbahn, ungefähr bis zu den Fußspitzen. Und jetzt werdet ihr schon sehen, dass wir zum Beginn des Anrollens unsere Oberkörperposition erreicht haben, die auch nicht mehr verändert wird. Heißt, Hände, Oberkörper anrollen, Oberkörper schön stabil und Bauch und Rücken baut eine leichte Spannung auf, damit wir uns da immer vorne einspannen können. Wie ihr seht, haben wir da eine komplette Parallelverschiebung. Heißt, wenn die Beine treten, kommt die Schulterachse schön direkt mit, ohne dass wir den Oberkörper zu früh aufreißen. Und wir bauen unseren Schlag mal noch weiter auf, gehen auf Richtung Dreiviertelrollbahn in drei Schlägen. Eins, zwei und ab. Dreiviertelrollbahn, knapp hinter die Fußspitzen. Und jetzt versuchen wir eben nach vorne rollen, etwas Zug auf den Fußriemen zu haben, dass wir da wirklich eine schöne Kontrolle besitzen, wie wir nach vorne kommen. Sehr gut. Alle schön zusammen hinten dran bleiben. Die Melodie können wir jetzt noch weiter nach vorne ziehen. Hände, Oberkörper anrollen. Genau, und dieses Anrollen wirklich schön aussprechen, dass wir da einen lockeren Zug haben. Frequenzmäßig zur Orientierung zwischen 19 und 21 ist eine sehr gute Frequenz, um einen ganz normalen Ruderschlag in der Einheit zu haben. Und wir gehen auf die volle Rollbahn in drei Schlägen. Eins, zwei und ab. Schön bis vorne durchrollen und immer wieder einspannen, Durchzug. Schub. Hierbei wirklich vorne drauf achten, in der vorderen Umkehr, dass ich im Bauch und Rücken stabil bin und der erste Impuls über die Beine kommt. Ich trete die Beine und der Druck kommt direkt im Griff an, weil ich im Bauch und Rücken schön eingespannt bin. Das ist der Ruderschlag. Hände, Oberkörper anrollen. Auch alle Ecken und Kanten schön wegnehmen. Schulterachse immer wieder sauber nach vorne bringen zum Anrollpunkt. Sehr gut. Und in drei Schlägen machen wir einmal Ruderhalt. Eins, zwei, Ruderhalt. Das waren erstmal ein paar gute Punkte, um zu zeigen, wie der Gesamtruderschlag ist. Dabei nochmal darauf achten, wenn ich hinten im Endzug bin, dass die Brust rausgeht und der Lendenwirbelbereich etwas durchgestreckt ist, dass man nicht zusammensackt, sondern in dem Sinne eine Stecknadel in den Rücken bekommt und sich durchstreckt. Ellbogen zieht sauber durch die Schulter durch, sodass ich dann ein gerades Handgelenk bilde und die Zugebene knapp unter die Brust. Dabei ist darauf zu achten, dass wenn ich mich sauber vorbereite, die Hände hinter den Knien sind, mein Oberkörper den Hüftwinkel quasi schließt, weil ich sauber vorbereitet bin und dann kann ich anrollen. Um euch jetzt einmal zu verdeutlichen, wie die Parallelverschiebung von vorne aussieht und man sich gut einspannen kann, empfiehlt es sich, eine Übung zu machen, die Vorderzüge heißt. Das bedeutet, ich gehe in die Auslageposition, Arme sind gestreckt, Oberkörper ist in der Vorlageposition, die Schultern sind vor der Hüftachse und ich bewege nur die Beine und die Hüftachse folgt der Schulterachse, beziehungsweise die Schulterachse folgt der Hüftachse. Wir sind sauber eingespannt. Man sieht, wenn ich trete, kommt der Druck der Beine direkt im Griff an. Es ist keine Bewegung über den Oberkörper, sondern ich hänge hinter dem gesamten Schlag hinter und komme sauber in den Druck.
Einspannen, abtreten. Einspannen, abtreten. Das ist ein leichter Druckaufbau in Bauch und Rücken. Und ich hänge gut hinterm Schlag hinter. Und jetzt werden wir aus diesem Zug mal wieder in den vollen Schlag gehen, damit ihr sehen könnt, wie gut die Integration des Drucks von vorne in den Endzug funktioniert. An der vorderen Bewegung bleibt alles gleich und über die Mitte nehmen wir jetzt den Oberkörper und die Arme dazu. Eins, zwei und drei. Auf geht's. Schub. Hinten bleibt gleich. Vorne wieder einspannen. Vorne einspannen, über die Mitte ran. Ja. Rudern ist eine Abfolge der immer wieder gleichen Bewegung. Das heißt, wir können uns eine super Schablone bauen, um in dieser immer wieder einzutauchen und einen Schlag wie den anderen zu machen. Hände, Oberkörper anrollen. Schub. Hände, Oberkörper anrollen. Ja. Dabei muss man nicht das Gefühl haben, dass man irgendwie einen Stock im Rücken hat und ganz steif rudert, sondern das Wichtige ist, dass wir hier den Hüftwinkel vorkriegen und uns immer wieder einspannen. Einspannen, abtreten. Super. Und darauf achten, dass wir schön die Beschleunigung über die Mitte kriegen, dass wir den Beinstoß, den Oberkörperschwung und den Armzug nach hinten auf einen Punkt beenden. Schub. Ja, genau. Hopp. Dass wir da alle Beschleunigung schön durchbringen und die Arme zum Beispiel, das schwächste Glied in der gesamten Ruderbewegung, nicht alleine hinten ankommen, sondern die Unterstützung vom Beinstoß und vom Oberkörperschwung haben. Drei Schläge, nochmal Ruderhalt. Eins, zwei, Ruderhalt. Also, Punkte, die ihr nochmal gut mitnehmen könnt, ist eine lockere Griffhaltung. Dabei empfiehlt es sich immer, sich mal vorzustellen, dass hier zwei Vögel sitzen, denen wir die Kehle abdrücken, wenn wir zu doll festhalten. Das heißt, wir öffnen unsere Hände ein wenig, um dem Vogel wirklich Luft zum Atmen zu geben. Lockere Griffhaltung ist auch das A und O, weil wenn wir von dem untersten Kettenglied eine Lockerheit mitbringen, haben wir auch die Lockerheit über das Ellbogengelenk und bis zur Schulter, sodass wir da wirklich locker durchziehen können. Wenn ich hier verkrampft bin, geht es über den Unterarm, wirkt sich direkt auf die Schulter aus. Also lockere Hände, Keypunkt immer Hände, Oberkörper als eine Bewegung. Und wenn die Hände hinter den Knien sind, kommt die Anrollbewegung. Ja. Und vorne rum dann nochmal darauf achten, dass wenn ich zum Anrollpunkt komme, keine Bewegung mehr im Oberkörper ist, sondern ich ihn in dem Sinne einstelle, einfriere in der Position, mich nach vorne ziehe und von hier aus erstmal die Parallelverschiebung kommt und dann Arme, Oberkörper mit dahinter klemmen. Hiermit haben wir einen ordentlichen Überblick darüber bekommen, wie der Gesamtruderschlag auszusehen hat und wie wir ihn aufbauen können. Über einen guten Schlagaufbau kommen wir einfach auf die einzelnen Punkte des Ruderschlags hin und können diesen dann nach dem Schlagaufbau ordentlich in ein Gesamtpaket integrieren. Wirklich schön darauf achten, dass wir vorne rum den Zug bekommen und nicht zuerst über den Oberkörper uns aufrichten und hinten immer wieder schön den Schlag vorbereiten, damit wir nach vorne nicht nochmal irgendwie zaubern müssen. In den weiteren Workouts werden wir einfach zusammen Spaß haben. Bis dahin wünsche ich euch was. Lars.